Vielen Dank, Frau Vizepräsidentin. Geschätzte Kollegen, ja, die Aachenseebahn, die unendliche Geschichte der Aachenseebahn wird nun fortgeschrieben. Ich frage mich nur, wann endlich eine tragfähige, nachhaltige und vernünftige Lösung für diese Bahn gefunden wird und wann das Leiden endet oder ob das Leiden verlängert wird oder der Tod der historischen Bahn besiegelt wird. Sie ist ein einmaliges eisenbahnhistorisches Kulturgut und ist die älteste mit Dampfloks betriebene, original erhaltene Zahnraddampfbahn Europas. Die Bahn hat zwei Weltkriege und einige Wirtschaftskrisen überlebt, aber im Konkursverfahren war sie noch nie. Diesen Zustand haben wir jetzt. Die Verantwortlichkeiten bei einer Aktiengesellschaft liegen natürlich beim Vorstand, bei den Aktionären und beim Aufsichtsrat. Doch in diesem Fall hat die Politik halt auch schon immer ein wichtiges Wörtchen mitgeredet. Also sie ist nicht ganz aus der Verantwortung zu lassen. Und die Finanzspritze des Landtages, wir dürfen ja einmal mitzahlen, von 1,2 Millionen Euro im Jänner 2019, hatte ja den Sinn, endlich eine zukunftsfähige Strategie zu finden. Mit diesem Geld wurde die Aktienmehrheit für die Gemeinden Jembach, Eben und Achenkirch geschaffen, immer mit dem Segen der zuständigen Landesräte. Es ist also ganz so unpolitisch diese Sache nicht. Nur was haben diese drei Gemeinden, die dann endlich die Aktienmehrheit gemacht haben, gemacht? Nicht viel daraus, außer Geld investiert, aber es hat keine Zukunftsstrategie gegeben. Auch wenn die Frau Landeshauptmann Stellvertreterin Aktiengesellschaften nicht mag, es ist eben eine gewachsene Struktur und durch die Aktien wurde diese Bahn eben finanziert und die erste Aktie wurde 1889 eben ausgegeben und damals, man darf nicht vergessen, wurde ja die Bahn noch von Kaiser Franz Josef eingeweiht. Also man sieht, die Geschichte ist also schon sehr alt und eben auch wichtig zu erhalten. Man kann jede Firma oder Personenfirma oder Kapitalgesellschaft gut oder schlecht führen. Diese Bahn wurde halt in den letzten Jahren nicht gut geführt und schlecht geführt. Wobei die Bürgermeister der Gemeinden Eben, Jembach und Achenkirch zwar Hauptaktionäre sind, aber wie gesagt, auch im Aufsichtsrat sitzen. Und es würde ihnen besondere Verantwortlichkeit zukommen. Und diese Verantwortlichkeit wurde auch nicht wahrgenommen und wird auch in den jetzigen Verfahren nicht wahrgenommen. Und die Landespolitiker schauen zu, sind immer informiert, mischen mit, stellen Geld zur Verfügung, auch ohne den Landtag zu fragen, geben Gutachten in Auftrag, konferieren mit den zuständigen Herren im Unternehmen und jetzt mit dem Insolvenzverwalter. Aber sie haben ja gar nichts damit zu tun, es ist ganz unpolitisch alles. Ja, sie haben nämlich keine Idee und keine Vision für diese Bahn und schon gar nicht für den Weg dorthin. Beim Streichen der Bundesförderung aus dem mittelfristigen Investitionsprogramm für Privatbahnen, diesem besagten MIP, für die Bahn, war man nämlich dabei und hat das Land Tirol dabei zugesehen, wie wichtige Infrastrukturmaßnahmen vom Bund nicht mehr finanziert wurden. Man hat sich aber auch nicht dafür eingesetzt, dass sie erhalten werden. Auch wird der Landtag immer im Dunkeln gelassen, und wir bekommen keine Informationen über den tatsächlichen Zustand der Bahn. Und anscheinend liegt das Gutachten, das wir jetzt übrigens finanzieren sollen, mit 100.000 Euro, liegt nämlich schon vor. Wäre halt nett, wenn wir es auch bekommen täten, um uns eine Meinung zu machen, um wirkliche Entscheidungsgrundlage zu haben, ob dieses Geld gut oder schlecht investiert ist. Aber wir wissen nichts über die Ideen für die Zukunft dieser Bahn. Auch soll der Insolvenzverwalter einen Fortführungsplan haben. Wir kennen ihn nicht. Wir sollen nur das Geld freigeben. Auch wenn wir die Bedingungen stellen, dass das Geld vernünftig eingesetzt wird, so wie im Jänner vorigen Jahres, und dass eine Zukunftsstrategie vorgelegt werden soll, werden wir einfach ignoriert und im Dunkeln gelassen. Aber trotzdem, wir Freiheitliche stehen für historische Kulturgüter und dazu zählen wir diese einzigartige historische Bahn wirklich. Und vor allem hat es schwerwiegende Folgen, wenn man diese Bahn sterben lässt. Der Verlust der Trassenkonzession auf immer und ewig würde langfristige Folgen haben. Und das muss unbedingt verhindert werden. Wir werden also diesen Finanzmitteln noch einmal zustimmen. Danke.